Ja, liebe Piraten, herzlich willkommen und moin moin aus Kiel. Ich darf euch ein Update aus Brüssel geben, denn ihr habt mich ja vor 2 Jahren nach Brüssel geschickt und müsst zum Dank auf jedem Bundesparteitag ein Update von mir ertragen. Und damit es spannender wird, habe ich heute auch zwei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgebracht, die sich heute vorstellen werden. Aber zunächst ein kleiner Überblick dessen, was wir hören werden. Nach der Vorstellung des Teams stelle ich ein paar Themen vor, mit denen uns im Europaparlament beschäftigen. Danach erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt und euch einbringen könnt. Und damit darf ich auch schon das Wort an Julia, meine Pressesprecherin, übergeben, die in Berlin arbeitet. Genau, ich bin Julia Weber. Ich bin in Patricks Team zuständig für die Kommunikationsarbeit, wie Patrick schon sagte, aber dazu später mehr. Genau, zunächst stelle ich mal das komplette Team hier vor. Wie die meisten von euch sicher wissen, sitzen im EU-Parlament insgesamt 4 Abgeordnete der Piraten. Also neben Patrick sind noch der 3 tschechische Abgeordnete in der Delegation. Dazu gehört Marcel Kulaja, der ist außerdem Vizepräsident des Parlaments, Markéta Gregorová und Mikuláš Peksa, der jetzt demnächst auch noch sprechen wird. Genau, für Patrick arbeiten in Brüssel und in Kiel außerdem, genau dazu bräuchten wir die nächste Folie. Das Team zur Administration und zur Kommunikation. Da Patrick hat eine administrative Assistentin, das ist Stella Gebauer, die sitzt in Brüssel. Außerdem werden wir zurzeit noch von Henning Wolf unterstützt, der auch gerade in Brüssel als Praktikant vor Ort ist. Und Bente Tiedemann hilft bei der Administration von Kiel aus als lokale Assistentin. Damit Patrick auch politisch so erfolgreich und effizient wie möglich arbeiten kann, unterstützen ihn von Brüssel außerdem Emilia Giviropoulou und Frank Herrmann als politische BeraterInnen. Und Susanna Pikova arbeitet für die gesamte Delegation als politische und juristische Beraterin. Genau, nun kommen wir zur Öffentlichkeitsarbeit. Da bin zum einen ich bin für die Pressearbeit verantwortlich, kümmere mich um die Website, Social Media Kanäle und alles weitere, was so kommunikationsmäßig anfällt. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und wohne jetzt in Berlin und arbeite seit etwas mehr als einem Jahr für Patrick. Und ich arbeite auch zusammen mit Niki Riss und Thomas Polak, die beiden PR-Manager der Piratendelegation. Ich gebe kurz das Wort an Niki, bevor ich noch was zur Pressearbeit allgemein sage. Ja, vielen Dank, Julia. Mein Name ist Nikolaus Riss oder auch Niki genannt und ich bin zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der gesamten Delegation, also auch für unsere 3 tschechischen MEPs zuständig. Großen Teil der Arbeit liegt sprachlich naturgemäß im Team Patrick, wo sehr viel Tägliches stattfindet. Meine Aufgabenbereiche sind recht vielseitig. Das ist sehr viel klassische Pressearbeit. Das ist unter anderem Abstimmung der Kommunikation mit allen 4 Abgeordneten, das Bearbeiten von Journalistenanfragen, die Koordination von Pressemitteilungen, aber etwa auch die tägliche Kalender- und Mediensichtung, um früh Themen zu finden, die auf nationaler und auf EU-Ebene relevant werden können. Ein bisschen also auch das Bindeglied zwischen allen 4 PR-Teams. Es ist sehr viel Digitales dabei, es ist sehr viel Online-Arbeit dabei, wie etwa das Mitbetreuen der Webseite oder den Kanälen in den sozialen Medien. Und meine tägliche Arbeit im Team Patrick ist sehr viel Unterstützung von Julia bei der klassischen Pressearbeit oder bei deutschen Pressemitteilungen. Das ist die Betreuung von den Twitter- und Facebook-Kanälen, Mastodon von Patrick. Und ein Schwerpunkt liegt auch bei der Bearbeitung und der Aufbereitung von Videos, etwa von Patricks Arbeit in den Ausschüssen des EU-Parlaments und in seinen zahlreichen Reden. Die englische Arbeit der Delegationspresse übernehme ich gemeinsam mit meinem Kollegen Tomáš Polák, der mit mir letztes Jahr im Dezember angefangen hat. Er ist dabei natürlich sehr viel für den tschechischen Inhalt zuständig. Ja, und meine Kollegin Julia gibt euch jetzt noch einen kurzen Überblick über Patricks Medienpräsenz in Deutschland und international.
Genau, ich wollte noch einen kleinen Eindruck davon vermitteln, wie breit gestreut Patrick mittlerweile in den Medien vorkommt. Und dafür habe ich zwei Folien vorbereitet. Hier sieht man zum einen die Arbeit in den letzten Monaten, wie Patricks Arbeit in den verschiedenen deutschsprachigen Medien vertreten war. Und natürlich versuchen wir auch Patrick als Datenschutzexperten international bekannter zu machen. Dazu sieht man hier ein paar Beispiele in verschiedenen wichtigen Leitmedien, aber auch in polnischen oder französischen Medien. Genau, also es geht uns darum, vor allem Patricks Themen und Forderungen in den Medien zu platzieren und durch Öffentlichkeitsarbeit auch politisch Druck auszuüben, indem man teilweise auch Dokumente exklusiv anbietet, die bisher geheim gehalten wurden. Es geht darum, aktuelle Entwicklungen in den relevanten politischen Bereichen zu kommentieren und Patricks Arbeit insgesamt an die Medien und die Öffentlichkeit zu vermitteln. Jetzt übergebe ich das Wort wieder an Patrick, der mehr zu den Themen erzählt, an denen er in Brüssel arbeitet. Ja, vielen herzlichen Dank, Julia. Da über 200.000 Wählerinnen und Wähler in Deutschland mich auf sie losgelassen haben, wie es so schön in meinem Wahlkampf-Rap heißt, möchte ich euch jetzt anhand von drei Beispielen zeigen, wo und wie wir den Ausspähern, den Filterern, den Überwachungsfanatikern und den Angstmachern entgegentreten. Und zum einen geht es um TEREC, um die EU-Verordnung zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Inhalte online. Mit dieser Verordnung wurde eingeführt das Recht von Behörden in der ganzen EU, Internetinhalte innerhalb einer Stunde löschen zu lassen, die sie als terroristisch einstufen. Und zwar ohne richterliche Anordnung kann das eine Polizeibehörde, aber eventuell auch ein Minister oder sogar Viktor Orban persönlich, wie ihr hier in dem Cartoon seht, eine Löschung anordnen. Das ist natürlich hoch problematisch, denn nicht nur im eigenen Land kann gelöscht werden, sondern sogar grenzüberschreitend Inhalte, die ganz woanders veröffentlicht worden sind. Das heißt, Orban löscht künftig auch in Deutschland innerhalb einer Stunde. Das birgt ein sehr hohes Missbrauchsrisiko, dass diese Löschungen für ganz andere nicht-terroristische Zwecke genutzt werden. Ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, der Missbrauch von Antiterrorgesetzen, um gegen die katalonische Unabhängigkeitsbewegung, gegen spanische Künstler, gegen französische Sozialproteste oder gegen Einwanderer in Ungarn vorzugehen. Deswegen lehnen wir diese Verordnung ab. Wir konnten das letzten Endes nicht verhindern, diese ultraschnellen, grenzüberschreitenden Löschanordnungen ohne richterliche Entscheidung. Aber wir Piraten haben doch deutliche Erfolge erzielt, indem wir den Schaden begrenzen konnten. Am Verhandlungstisch gesessen haben nämlich mein Kollege Marcel Kolaja und ich. Und zwei Piraten in den Verhandlungen, das hat sich bemerkbar gemacht. Die letzten Endes ausverhandelte Verordnung schützt ausdrücklich legitime Inhalte wie journalistische Veröffentlichungen, wie wissenschaftliche Veröffentlichungen, wie Kunstdarstellungen oder auch zu Bildungszwecken darf auch weiterhin über Terrorismus diskutiert und geredet werden. Das ist ganz wichtig, weil das wichtigste Mittel gegen Terrorismus ist, ihn zu entzaubern. Wir konnten eine Bestimmung in die Verordnung aufnehmen lassen, die ausdrücklich eine Pflicht zum Einsatz von Upload-Filtern ausschließt. Und das ist extrem wichtig, weil diese Zensurmaschinen überhaupt nicht verstehen können, ob ein Inhalt der Propaganda dienen soll oder der legitimen Berichterstattung zum Beispiel. Filter verstehen keinen Kontext und können überhaupt nicht über legal oder illegal entscheiden. Deswegen, anders als bei der Urheberrechtsreform, diesmal bei TEREC keine Pflicht zum Einsatz von Upload-Filtern. Und schließlich konnten wir erreichen, dass kleine Anbieter, die 1-Stunden-Löschfrist überhaupt nicht schaffen können, nachts und am Wochenende, vor Geldstrafen geschützt werden. Auch das ein wichtiger Erfolg, neben der Tatsache,
dass diese einstündigen Löschanordnungen zumindest in krassen Fällen, wo sie eindeutig gegen Grundrechte verstoßen, von der Behörde im Veröffentlichungsland zurückgeholt werden können, rückgängig gemacht werden können und auch vor Gericht angefochten werden können. Wenn also Orbán wirklich etwas in Deutschland missbräuchlich löschen lässt, könnte man auch vor deutschen Gerichten dagegen klagen. Das immerhin haben wir durchsetzen können. Und für mich ist ganz klar, Terrorismusbekämpfung darf nie zur Meinungsfreiheitsbekämpfung werden. Man kann Terroristen nicht mit Grundrechtsterrorismus begegnen. Zweites Thema, Chatkontrolle. Worum geht es? Chatkontrolle bedeutet, dass bisher US-Konzerne wie Facebook, Google, Microsoft freiwillig eure E-Mails, zum Beispiel über Gmail, eure Nachrichten, zum Beispiel über Facebook Messenger oder Xbox oder auf Skype, durchleuchten nach Bildern und Videos, die angeblich Kinderpornografie sein sollen, oder auch nach Anbahnungsversuchen gegenüber Minderjährigen. Diese Durchleuchtungsalgorithmen sind fehleranfällig, und zwar so fehleranfällig, dass oftmals Unschuldige bei der Polizei angezeigt und geschwärzt werden. Denn diese Chat-Kontrolle bedeutet, dass die Algorithmen, die vollautomatisch nach verbotenen Darstellungen suchen sollen, direkt Berichte im Trefferfall, direkt Berichte schicken an die zuständige Polizeibehörde. Und nach Angaben des Deutschen Bundeskriminalamts sind 40% der Meldungen, und das sind wirklich Tausende, überhaupt nicht kriminell, also überhaupt nicht strafbare Inhalte. Nach Angaben der Schweizer Bundespolizei sind sogar 87% der Chat-Kontroll-Anzeigen, der automatisierten Anzeigen, strafrechtlich völlig irrelevant. Das heißt, wir haben es hier mit massenhaft falschen Verdächtigungen von Unschuldigen zu tun. Und wenn ihr zu Unrecht der Kinderpornografie beschuldigt werden, kann schon allein dieser Verdacht, schon allein eine Befragung, Vernehmung, Durchsuchung zu einer sozialen Vorverurteilung und letzten Endes massiven Einschnitten in euer Leben führen. Wir Piraten halten entgegen. Wir haben Opfern von Missbrauch eine Bühne gegeben, die selbst sagen, das ist der völlig falsche Weg. Eine solche Massenüberwachung aller privaten Kommunikation nimmt uns private Räume, die wir auch für Beratung, für Austausch, für Therapie brauchen. Wir haben bei einer ehemaligen EuGH-Richterin ein Gutachten, ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, die eindeutig sagt, eine solche Totaldurchleuchtung verstößt gegen Grundrechte und ist völlig unverhältnismäßig. Wir haben auch eine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben, um der EU-Kommission ganz klar zu sagen, die Menschen, die Bürger wollen nicht, dass verdachtslos ihre Kommunikation von solchen Überwachungsmaschinen durchleuchtet werden. 72% sind dagegen, übrigens auch gerade bei der jüngsten Altersgruppe. Die sogenannten Kinderschützer, die dieses Verfahren durchsitzen und durchdrücken, die haben kein Recht, sich zum Sprachrohr junger Menschen einfach aufzuschwingen, ohne sie jemals gefragt zu haben. Diese geplante Totaldurchleuchtung droht ja gerade Jugendlichen zu schaden, weil selbst aufgenommene Nacktbilder, sogenannte Sexting, dadurch in die falschen Hände geraten können, dass irgendwelche Facebook-Moderatoren irgendwo auf den Philippinen dadurch sich noch Geld dazu verdienen wollen. Ist das gerade eine Gefahr für Kinder, ihre Kommunikation zu durchleuchten? Außerdem 40% der in Deutschland eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen dieser automatisierten Strafanzeigen aus den USA richten sich gegen Minderjährige. Das heißt, Minderjährige werden dadurch kriminalisiert. Das schützt sie nicht. Für mich ist da anstelle von Massenüberwachung ins Blaue hinein, müssen Kinder online und offline gezielt geschützt werden. Durch verstärkte Prävention, durch öffentliche Aufklärung, durch Therapie und Unterstützungsangebote und durch auch Abbau der schrecklichen Ermittlungsrückstände, die wir bei diesem Thema in Deutschland auch haben. Wer dem Einstieg in eine privatisierte Massenüberwachung zustimmt,
der beerdigt nicht nur das digitale Briefgeheimnis, sondern der muss sich nicht wundern, wenn künftig auch der Speicher unserer Smartphones, unserer Rechner durchleuchtet wird. Wenn künftig vielleicht sogar die Post durchsucht und durchleuchtet wird. Es könnte ja sein, dass man da auch was findet in Briefen. Also dieser Einstieg in verdachtslose und flächendeckende Massenüberwachung ist brandgefährlich. Leider wird ein EU-Gesetz, um diese Chat-Kontrolle zu erlauben, den Anbietern, die das freiwillig tun wollen, voraussichtlich in Kürze verabschiedet werden. Die Verhandlungen sind durch, es folgt demnächst die Abstimmung über dieses Gesetz. Aber bis Sommer wird die EU-Kommission nochmal nachlegen mit einem zweiten Gesetz, sogenannte Chat-Kontrolle 2, dass dann die Durchleuchtung unserer privaten Kommunikation sogar verpflichtend für alle Anbieter, also auch für eure E-Mail, Messaging und Chat-Anbieter vorschreiben sollen. Und da müssen wir stärker mobilisieren und brauchen auch eure Unterstützung. Es braucht wirklich einen öffentlichen Aufschrei und eine Kampagne, ähnlich wie gegen Zensursula, um hier dem Druck, den diese Kinderschützer schaffen, Fakten entgegensetzen zu können. Wenn wir das nicht schaffen, dann droht sogar, dass verschlüsselte Dienste mit einbezogen und verpflichtet werden, zu durchleuchten. Und das würde das Ende sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeuten. Drittes Thema, das digitale Dienstegesetz, der sogenannte Digital Services Act, ist das digitale Großprojekt der EU. Es soll die Regulierung von Twitter, Facebook und anderen Internetplattformen neu gestalten. Und unsere Forderungen sind ganz klar. Wir wollen, dass Überwachungskapitalismus kein legales Geschäftsmodell im Netz mehr ist. Wir wollen, dass Nutzer ein Recht auf anonyme Nutzung von Internetdiensten bekommen, damit keine unnötigen Daten gesammelt und ständig verloren und geleakt werden. Wir wollen, dass wir im Netz nicht auf Schritt und Klick verfolgt und überwacht werden. Verbot der sogenannten Surf-Protokollierung. Auch nicht dazu, um Werbung besser an uns verkaufen zu können. Das sogenannte Behavioral Advertising darf niemandem aufgezwängt und aufgezwungen werden. Das ist kein zulässiges Geschäftsmodell, was nachhaltig und mit unseren Grundrechten im Einklang steht. Wir wollen die digitale Meinungsfreiheit schützen, insbesondere indem wir die Zensurmaschinen-Upload-Filter so weit wie möglich verbieten, denen immer auch wieder legale, völlig legale Inhalte mit zum Opfer fallen. Wir wollen, dass die Nutzer Kontrolle darüber erhalten, was ihnen in die Timeline gespült werden wird. Das bedeutet, ich kann die Algorithmen der Konzerne, die meine Timeline vorsortieren, abschalten. Ich kann auch eigene externe Algorithmen nutzen, um einen besseren Überblick über eingehende Nachrichten und Meldungen zu bekommen, um nicht den sensationalistischen Algorithmen der Konzerne, die oft auch sehr problematische Inhalte an die erste Stelle stellen, weil sie Aufmerksamkeit schaffen, um diesen Algorithmen auch eine Absage erteilen zu können. Und wir wollen echte Wahlfreiheit für Nutzer. Es kann nicht sein, dass man zur Benutzung von Facebook, Twitter und so weiter nur dadurch gezwungen ist, dass alle Freunde da sind und sich nicht von dort wegbewegen lassen. Das heißt, die großen Plattformen sollen verpflichtet werden, auch eine Kommunikation mit anderen Plattformen zu ermöglichen, damit man plattformübergreifend folgen und kommunizieren kann. Die sogenannte Interoperabilität, dafür kämpfen wir Piraten. Und wer sich richtig rein vertiefen will, bis zum 23. Mai noch, könnt ihr euer Feedback zu dem Gesetzentwurf auf einem Bürgerbeteiligungsportal abgeben, was wir über unsere Fraktion eingerichtet haben. Hier seht ihr den Link. Mit dem Digital Services Act muss Europa gegenüber globalen Technologiekonzernen Meinungsfreiheit statt Zensurmaschinen, Privatsphäre statt Überwachungskapitalismus
und Selbstbestimmung statt technologischer Bevormundung durchsetzen. Dafür kämpfen wir Piraten. Ja, wir beteiligen euch auch und holen euch eure Position ein, wo das nötig ist, zuletzt bei der Mitgliederbefragung zur Verteidigungspolitik. Ich kann euch berichten, dass bei der Abstimmung eure Position auch von mir gefolgt worden ist. Eine Frage war ja, wenn die EU einen Verteidigungsfonds einrichten will, der den Anforderungen der Piraten nicht entspricht, zum Beispiel kein Ausschluss von Atom- und Massenvernichtungswaffen, keine Sicherstellung von parlamentarischer Kontrolle, keine Transparenz, keine wirksamen Ethikprüfungen. Wie rätst du unseren Europaabgeordneten abzustimmen? Fast 70% sagten nein. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Änderungsanträge eingebracht. Wir haben gefordert, dass die Ethik, dass die parlamentarische Aufsicht, dass der Ausschluss von Massenvernichtungswaffen implementiert wird. Wir haben leider keine Mehrheit dafür bekommen. Ich habe den Vorschlag abgelehnt. Er kommt trotzdem. Wir werden aber weiter daran arbeiten, hier Verbesserungen durchzusetzen. Denn Piraten stehen für die Würde des Menschen und sollten die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen ganz klar ablehnen. Piraten stehen für Transparenz und sollten die geheime Entwicklung von Waffen aus öffentlichen Mitteln ablehnen. Piraten stehen für Demokratie und sollten der Entwicklung von Waffen ohne parlamentarische Entscheidungsbefugnis entschieden entgegentreten. Und daran arbeiten wir. Beim Thema Transparenz wollen wir selbst Vorbild sein. Wir haben deswegen auf unserer Homepage alle Bürokostenausgaben veröffentlicht. Wenn ihr hier auf einen Eintrag klickt, könnt ihr auch die Rechnung selber ansehen. Das ist vorbildlich im Europäischen Parlament. Wir wollen damit auch anderen zeigen, so geht das. Mein nächstes Ziel ist, auch meinen Terminkalender öffentlich zugänglich zu machen, damit ihr sehen könnt, was ich den lieben langen Tag so treibe. Und wir holen Open Antrag auch auf EU-Ebene. Das heißt, es wird euch möglich sein, und hier seht ihr schon ein Pilotportal, es wird euch möglich sein, Anregungen an uns, also zum Beispiel Vorschläge für schriftliche Anfragen an die EU-Kommission, über dieses Portal einzureichen. Die werden öffentlich einsehbar sein und wir werden sie beantworten und euch sagen, was wir daraus machen. Und auch diese Antwort wird öffentlich sichtbar sein. So, und wie ihr konkret mitmachen und mitmischen könnt bei der Politik in Brüssel, das stellt euch jetzt Niki vor. Ja, genau. Also last but not least wollen wir euch noch zwei Bürgerinneninitiativen vorstellen, die uns sehr am Herzen liegen. Es ist eine Möglichkeit zur mehr Beteiligung. Für alle, die es nicht wissen, was eine Bürgerinneninitiative ist, Es ist eine Möglichkeit, ja, für mehr direkte Demokratie, für mehr Bürgerinnenbeteiligung. Es können sich 7 Organisatoren aus 7 Wohnhaft in 7 verschiedenen EU-Ländern zusammenschließen und der EU-Kommission ein Thema für eine Initiative vorschlagen. Die Kommission prüft das dann und stellt und klärt die rechtlichen Rahmenbedingungen und gibt sie dann frei oder auch nicht frei. Ja, wenn sie freigegeben wird, wenn die EBI offiziell startet, gibt es ein Jahr lang Zeit, um Unterschriften zu sammeln, und zwar um 1 Million Unterschriften zu sammeln aus mindestens 7 EU-Ländern. Wenn, also doch ein sehr hochgestecktes Ziel. Allerdings ist es schon gelungen. Und wenn diese Unterschriften gesammelt werden, muss die Kommission reagieren. Die Kommission muss zwar keinen Gesetzesvorschlag auf den Weg bringen, aber sie muss sich zumindest rechtfertigen, warum sie sich in diese eine oder diese andere Richtung entschieden hat. Und ja, wie bei vielen anderen Dingen ist leider auch hier, es geht uns Piraten nicht weit genug. Es muss natürlich mehr getan werden für Bürgerinnenbeteiligung und direkte Demokratie. Aber in dem Fall ist sehr oft der Weg das Ziel, weil während diesem Jahr, wo Unterschriften gesammelt werden, kann sehr viel mobilisiert werden, man kann sehr viel aktiv werden, man kann Kampagnen starten. Und selbst wenn eine EBI nicht erfolgreich ist, erregt es doch sehr viel Aufmerksamkeit. Und im Patricks Team verfolgen wir derzeit, beziehungsweise unterstützen wir derzeit 2 EBIs. Die erste ist über
die bei der Forderung für ein europaweites Verbot biometrischer Massenüberwachung im öffentlichen Raum. Und hier führt Patrick sogar die Fraktionskampagne an und unterstützt auch die Initiative der Zivilgesellschaft, die Reclaim Your Face heißt. Was biometrische Massenüberwachung angeht, tut sich gerade sehr viel auf EU-Ebene. Vor wenigen Wochen hat die EU auch einen Gesetzesvorschlag präsentiert, der uns auch hier nicht weit genug geht, denn vorgeblich wird biometrische Massenüberwachung eingedämmt, aber tatsächlich wird eine legale Basis dafür geschaffen, sie in EU-Ländern durchzusetzen. Und ja, darum umso wichtiger, diese Initiative zu unterstützen und zu teilen. Bis Februar 2022 ist es noch möglich, diese Unterschriften zu sammeln. Oder ihr könnt euch natürlich auch auf Patricks Webseite darüber informieren. Wie gesagt, es ist eine große Kampagne bei uns und da Patrick die Fraktionskampagne anführt, ein wichtiges und ein großes Thema auch. Eine andere Bürgerinneninitiative, die wir unterstützen, ist die Freedom to Share-Initiative. Hier ist eine der Organisatoren aus Deutschland, ist Gregory Engels. Und auch sonst sind, glaube ich, fast ausschließlich oder vor allem Piraten beteiligt an dieser Initiative, die sich für eine Änderung des Urheberrechts einsetzt. Das Ziel ist, das Teilen von Büchern, Filmen und Co. Zu entkriminalisieren, zumindest für nicht kommerzielle Zwecke. Und die Künstler sollen hierfür auch kompensiert werden. Auch hier müssen 1 Million Unterschriften gesammelt werden. Dafür ist noch bis Dezember 2021 Zeit. Und ja, was ihr tun könnt, ist unterschreiben. Teilen auf sozialen Medien oder Kontakt über die Presse, Kontakt aufnehmen zum Team. Und ja, so kommen wir zur letzten Folie, mitmachen. Wir sind natürlich, wir sind leider ein kleines Team im Team Patrick, auch wenn wir sehr viele Themen haben und deswegen sind wir einfach auf die Mithilfe von Volunteers, von freiwilligen Helfern einfach angewiesen. Nicht nur wir, sondern die gesamte Pirateninitiative. Wie man die Piraten und die PPU grundsätzlich unterstützt, eine Möglichkeit ist der MetaMoose-Kanal Team Awesome. Es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sache. Das sind hunderte Freiwillige aus ganz Europa von den Piraten zusammen. Und wenn es ein Thema gibt, hilft man sich gegenseitig aus. Wenn Mitglieder aktiv werden wollen, bieten sie sich an. Wenn wir eine Frage beantwortet haben wollen, wenn wir diverse Umfragen machen. Also es ist wirklich eine tolle und auch schnelle Möglichkeit für mehr Beteiligung am Piratenthemen. Schreibt uns hierzu einfach eine E-Mail und wir klären die technischen Fragen oder wendet euch an die nationalen Medienabteilungen der Piraten, die ganz sicher schon Bescheid wissen und ganz viele von euch sind doch auch schon dabei, nehme ich mal an. Ja, was ihr für Patrick speziell tun könnt, ist auch für ein Praktikum bewerben, zum Beispiel. Eine Folie zurück, Patrick, noch bitte. Für ein Praktikum bewerben, das haben schon einige Piraten aus Deutschland gemacht und wir nehmen auch wirklich eben sehr, sehr gerne Leute mit Piratenthemen, mit Piratenbezug. Ich glaube, es gibt auch sehr viele positive Erfahrungen zu berichten. Es ist kein verrufenes Kaffee holen Praktikum, sondern man kann wirklich sich an den Themen beteiligen, mitarbeiten. Oder schreibt uns ganz einfach ein Feedback an europa@patrick-breyer.de. Und worüber wir uns auch sehr freuen, ist das Teilen auf sozialen Medien, was natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist heutzutage. Und hier seht ihr auch schon unsere Kanäle, angeführt von Mastodon natürlich. Am Bundesparteitag werden wir jetzt beim interaktiven Teil, Fragenteil angekommen. Ich würde vorschlagen, ihr sammelt diese Fragen und schreibt sie an Patrick, entweder in den sozialen Medien oder auch an die E-Mail-Adresse, sowie an Nikolas, der auch hier mit uns vertreten ist. Und ja, gebe das Wort weiter an den tschechischen Europaabgeordneten Mikuláš Peksa. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, liebe Piratinnen und liebe Piraten. Ich bin froh für diese Möglichkeit, hier zu reden. Entschuldigung für mein Deutsch, ist immer ein bisschen gerostet. Vielen Dank für die Unterstützung, die wir von euch bekommen. Wir schätzen das sehr hoch.
es hilft uns, dass wir diese Möglichkeit, mit euch zusammen zu arbeiten, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in alle Länder Europas haben. Also unsere Werte und auch Tätigkeiten eigentlich beeinflussen Leute nicht nur in unserem Land, sondern europaweit. Das ist sehr wichtig. Wenn ich bedanke, ich möchte noch speziell bedanken an dem Orga-Team, der organisiert das den ganzen Bundesparteitag. Es ist immer ganz kompliziert, sowas zu organisieren. Wir haben das in Tschechien schon seit Jahren angefangen und es hat Jahren gedauert, bis alles sozusagen fließig läuft. Also vielen Dank für diese anstrengende Arbeit. Ich möchte nicht lang reden, aber jetzt in dem Bundesparteitag fühle ich, dass es wichtig ist, noch mal zu betonen, dass dieses Jahr sehr wichtig für die piratige Bewegung ist. Wir haben zurzeit drei wichtige Wahlen. Erstens am Island, zweitens in Tschechien und selbstverständlich in Deutschland. In alle Fälle versuchen wir in der Parlamentswahl erfolgreich zu sein und neue Grenzen zu überschritten. Hauptsächlich geht es jetzt um die Regierungen. Wir spielen eine hohe Spiel sozusagen, um die Möglichkeit zu haben, die Regierungen zu beeinflussen. Ich möchte nochmal wieder hier vor die Bundestagswahl wiederholen. Es ist ja wichtig, wir alle, und das fühlt man nicht nur in Deutschland, sondern in ganzen Europa, das fühlen, dass es gibt eine Wandel jetzt in Deutschland. Die alte Bundeskanzlerin oder hat beendet und wir erwarten mit Spannung, was kommt danach. Also jetzt finde ich das sehr wichtig, dass die Piraten daran arbeiten und das den ganzen Prozess beeinflussen. Und ich hoffe, dass wir schaffen, das einen guten Erfolg zu haben. Das ist das Wichtige von mir und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der Piratenpartei Europas. Ich denke, wir haben viele wichtige Schritte, die echte Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene zu haben gemacht. Also ich freue mich, dass wir weiterarbeiten und wie gesagt bevor, die Möglichkeiten für Partizipation gibt's und wie Niki gesagt hat, also keine Angst und bitte teilnehmen. Vielen Dank. Ja, danke, Mikulas. Wir Piraten sind eindeutig eine internationale Bewegung. Wir stehen für Bürgerrechte im digitalen Zeitalter, für Transparenz, für echte Beteiligung. Und dass eine andere Politik möglich ist, das zeigen wir im Europäischen Parlament. Und damit viele Grüße und viel Erfolg bei dem Bundesparteitag.